Ja, hallo, guten Morgen. Heute Sonntag, 10 Uhr, hier auf Peters TT-Bahn, meinem Kanal. Ja, was habe ich gemacht? Ja, wieder mal ein bisschen. Ja, die Gärtner waren ja bei mir und haben ja mal schon mal angefangen, so ein bisschen Rasen zu verlegen, Bäume pflanzen. Wie gesagt, mal so ein bisschen. Eingekauft habe ich auch wieder. Ach, Micha, der Bart weg schon wieder. Ja, keine Zeit. Ja, ich penne ja nur noch von Arbeit Richtung Krankenhaus, Krankenhaus nach Hause, schlafen, wach werden, arbeiten. Zurzeit Stress. Ja, darum erstmal ein Dampf. Jo, wie gesagt, die Gärtner waren da. Habe ich kurz mal vorbereitet und einkaufen war ich auch wieder. Heute war übrigens wieder Flohmarkt am Elsterwerder Platz. Aber naja, wollte ich nicht mehr hingehen, es lohnt sich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr für TT-Bahner. H0 haben sie ja jede Menge wieder gehabt. Aber das ist eigentlich auch nur so ganz alte Zeug, DDR-Zeiten. Weiß ich, will bestimmt auch keiner mehr haben. Aber im Internet war ich wieder fündig gewesen. Michael, ich weiß nicht, ob du diese Rollen hier meintest. Das sind diese 5 Meter LED-Streifen. Habe ich jeweils bestellt. Wenn sie das sind, wisst ihr wo. Dann habe ich noch bei meinem Lieblings-Online-Shop einen preisgünstigen Reinigungswagen ergattert. Da war stand schon im Dings drin in der Bewertung, dass der Karton Gebrauchsspuren hat. Naja, egal. Karton stelle ich nicht auf der Anlage. Der Karton ist top. Ein Reinigungswagen von Roco. Allerdings muss man ja da immer die Kupplungen abbauen, weil Roco hat ja so eine andere Form. Keine Ahnung, ich wollte hier. War durch diesen gebrauchten Karton ein bisschen billiger. Preis wollte ich nicht sagen. Ja, war billiger. Denn, weil ich ja alles vergrößert habe und jetzt auch, ich sage mal, zu 90% auf digital laufe, also das heißt, da kommen auch noch die Häuser dazu, die dann digital geschaltet werden. Und ja, so Kleinkram, Laternen und Weichensignale. Bahnsteige und so habe ich ja schon. Da muss ich mir jetzt, weil ja natürlich die kleine Zentrale, die ich da habe von Rocco, das nicht mehr packen tut. Das war ja wohl langsam schon zu viel geworden. Musste ich mir ein Booster kaufen. Natürlich auch von Rocco, weil gehört halt zusammen. Den gab es auch im Berliner Fachhändler. Der hat den als Shop-Artikel ausgepriesen. Kostet neu, also der ist ja neu, 174 und ein bisschen noch, ja. Und in seinem Shop-Artikelpreis war gewesen 99,99. Also kannst du sagen, fast die Hälfte billiger. Warum? Ich nicht. Vielleicht will das keiner haben, der wollte loswerden. Mir reicht der Teil jetzt erstmal. Und ich bin eigentlich mit zufrieden. Angeschlossen Heiken schon. Muss ja auch viele Sachen bei beachten und da trennen und das, ja, Mann. Zum Anfang dachte ich, erst das Ding ist kaputt, weil nur die rote Lampe leuchtete, also die mit dem Kurzschlusshinweis. Ja, gut, was habe ich gebaut? Schaut es euch an.
So, habt ihr euch das angesehen, ja? Gut, okay. Ja, und zwar da im Park. Da stand ja zum Anfang eine Landelaterne, habt ihr gesehen. Fand ich auch ein bisschen hübscher. Das war die alte Laterne, die vorher schon da stand, auf dem anderen, wo das alte, der alte Park noch war, auf der alten Mittelanlage. Ja, die hat sich verabschiedet, hat eine neue eingebaut, eine aus diesem Set, wo ich eigentlich für die Straßenbeleuchtung benutzen wollte. Ja, egal, passt auch hin. Ja, dann habe ich noch da bei dem Gepäckbahnsteig, den ich da gebaut habe, für die Gepäckabfertigung, da ist hinten, habt ihr gesehen, so, sieht so ein bisschen schief aus. Hat seinen Grund, in der DDR war auch nicht alles gerade. Nicht über die DDR meckern, aber das war da wirklich so. Entweder waren die Länder schief und krumm, oder ja, keine. Genau mit der Bemalung. Da hat ja nicht immer nur ein Maler gemalt. Da hat jeder mal zum Pinsel gegriffen. Hieß denn Subotnik. Arbeitsfreier, nee, nicht arbeitsfreier, unentgeltlicher Arbeitseinsatz. So, jetzt haben wir unentgeltlicher Arbeitseinsatz. Da musste man so seine Umgebung verschönern und na, falls jeder die das nicht kennt. Viele kennen das ja noch. Gerade wir alten TT-Bahner. Nicht nur TT-Bahner, alle alten Modellbahner. Jo, dann war das für heute gewesen. Ich muss mir jetzt langsam wieder losmachen Richtung Krankenhaus. Gucken, was mein Frau schon macht. Wir sehen uns später dann. Euer Peter. Achso, ja, noch ein. Da haben wir die Gärtner schon mal Gras verlegt, Gras, den Rasen verlegt, Bäume gepflanzt. Mir ist ja nicht aufgefallen, wo kommen die Gärtner her? Ich habe ja gar keine Gärtnerei. Aber die kommt im nächsten Video dann. Ciao.